Daran erkennst du eine moderne Kriegerin, die schon viele Schlachten austragen musste. Eine moderne, unabhängige Frau zu sein, klingt glamouröser, als es bisweilen ist. Im Grunde bedeutet es nichts anderes, als es ständig allen recht machen zu müssen, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Lass uns gleich eine ernüchternde Bilanz ziehen. Du wirst es wahrscheinlich nur falsch machen können. Wir Frauen sind derzeit gefangen zwischen dem Mythos, alle Möglichkeiten zu haben und der Erwartungshaltung einer Gesellschaft, die immer noch gefühlte 200 Jahre hinterherhinkt. Dabei kann man sich schon einmal ein blaues Auge holen. Manche Frauen müssen ihr Leben lang kämpfen, doch sie geben nicht auf. Woran du eine solche moderne Amazone erkennen kannst, verraten wir dir in unserem heutigen Video. Bevor wir nun starten, möchten wir dich einladen, unseren Kanal zu abonnieren, um keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nummer 1. Sie kommt dir ziemlich egoistisch vor. Wer hätte gedacht, dass hinter einer egoistischen Fassade ein weicher Kern schlummern könnte, der sich einfach nur schützen will? Wie schnell sind wir mit einem Urteil zur Seite, wenn jemand den eigenen Vorteil in den Vordergrund rückt? Die Gründe für ein solches Verhalten können vielfältig sein. Nummer 2. Viel gibt sie freiwillig nicht von sich preis. Gebrannte Kinder scheuen das Feuer. Wurde eine Frau schon oft verletzt, wird sie sich in Zukunft hüten, allzu viele Details zu ihrer Person und ihrem Leben preiszugeben. Jede Information über uns macht uns nämlich angreifbar. Wir liefern uns potenziellen Feinden aus, indem wir unser Herz auf der Zunge tragen. Nummer 3. Vorsicht kommt vor Vertrauen. Anderen Menschen uneingeschränkt zu vertrauen ist ein Luxus, den sich kaum jemand mehr leisten möchte. Die Gefahr ist einfach zu groß, dass dieses Vorschussvertrauen missbraucht wird. Wurde eine Person einmal betrogen, verraten oder verletzt, wird sie sich in Zukunft gut überlegen, wem sie ihr Vertrauen schenkt. Nummer 4. Besonders risikofreudig sind sie nicht. Wer noch nie schwere Blessuren davontragen musste, hat mit Risiko kein Problem. Ganz anders verhält es sich bei Menschen, denen das Leben schon einmal übel mitgespielt hat. Sie lassen lieber Vorsicht walten und verzichten eher auf Unternehmungen, als sich noch einmal blaue Flecken zu holen. Nummer 5. Ausreden lassen sie nicht gelten. Wenn verletzte Frauen eines mit Sicherheit entwickelt haben im Laufe der Zeit, ist es eine Art Null-Toleranz-Empfinden, was lahme Ausreden betrifft. Sie wissen eines nämlich ganz genau: Wer will, findet einen Weg. Wer nicht will, findet eine faule Ausrede. Sie haben es vermutlich dermaßen satt, sich mit irgendwelchen billigen Flunkereien abspeisen zu lassen, dass sie regelrecht allergisch auf solche Versuche reagieren. Nummer 6. Ihre Freiheit ist das Wichtigste für Sie. Es ist keine schöne Sache, verletzt und enttäuscht zu werden. Meistens kommen als Täter hier nämlich die Menschen in Frage, die uns einst am nächsten waren. Aus Liebe oder Freundschaft entsteht dann schnell eine Abhängigkeit, die uns angreifbar macht. Wer seine Lektion gelernt hat, baut ausschließlich auf sich und verlässt sich auf niemand anderen mehr. Nummer 7. Ihren persönlichen Schutzwall durchbricht niemand so leicht. Es ist nur logisch und nachvollziehbar, dass verletzte Frauen mit der Zeit Schutzmechanismen entwickeln, um die Vergangenheit nicht zu wiederholen. Wer sie kennenlernen möchte, braucht viel Geduld und wird sich außerdem erst beweisen müssen. Nummer 8. Eine traurige Aura umgibt sie. Glaub es oder nicht. Aber man kann einem Menschen ansehen, ob er schon viel durchmachen musste in seinem Leben oder nicht. Seine Augen wirken traurig, der Blick bleibt niedergeschlagen oder ständig auf der Hut. Alles an diesen Personen umgibt ein dunkler Schleier, der deutlich wahrnehmbar ist. Nummer 9. Sie wollen Taten sehen. Ist eine Frau schon mehrmals enttäuscht worden im Leben, hat sie kein Verständnis mehr für heiße Luft. Was Menschen sagen und was sie tatsächlich tun, ist nur selten ein und dasselbe. Daher haben verletzte Frauen es sich angewöhnt, nur auf Taten zu setzen, nicht auf schöne Worte.
Nummer 10. Die Liebe hat keinen hohen Stellenwert für sie. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der ebenso traurig ist wie wahr. Eine zutiefst verletzte Frau ist von der Liebe entzaubert. Sie misst ihr keinen überragenden Stellenwert mehr bei, weil sie weiß, wie trügerisch diese Sehnsucht sein kann. Wer zu sehr liebt, bleibt leider oft auf der Strecke. Gefühle machen uns extrem verletzlich. Wer diese Erkenntnis einmal zu oft erlebt hat, sagt in Zukunft nein, danke. Nummer 11. Toxische Mitmenschen können sie sofort erkennen. Unsere Instinkte laufen auf Hochtouren, wenn wir traumatisiert sind oder schwer verwundet wurden. Seelische Wunden bilden hier keine Ausnahme. Frauen, die schon viel erdulden mussten, können potenzielle Angreifer und Feinde schnell identifizieren. Wie Manipulatoren und toxische Puppenspieler arbeiten, ist ihnen wohl bekannt. Nummer 12. Romantik ist ein Mythos. Hör auf damit, Frauen, die jemand tief verletzt hat, von der Romantik überzeugen zu wollen. Sie wissen besser als jeder andere, dass man diesem Trugbild aus Film, Musik und Literatur nicht über den Weg trauen sollte. Romantik ist ein Luxus, den jemand, der schon viele Schlachten schlagen musste, sich schlichtweg nicht mehr leisten will. Nummer 13. Ihre Stärke lässt sie unbesiegbar erscheinen. Den alten Sinnspruch, was uns nicht umbringt, macht uns stärker, würden verletzte Frauen sicher jederzeit unterschreiben. So schnell kann ihnen niemand mehr etwas anhaben. Ihre Stärke umgibt sie wie ein Schutzwall, der auf andere undurchdringbar wirkt. So kommt es, dass ehemalige Opfer nicht selten zurückschlagen und zu Tätern werden. Sie agieren mit eiserner Hand und kämpfen mit besonders harten Bandagen. Unser heutiges Fazit: Narben machen stark, Fehler machen klüger. Kannst du dir vorstellen, wie es sein muss, ein Leben im Schatten einer zermürbenden Vergangenheit zu führen? Es ist kein Spaß, viele alte Wunden und Verletzungen mit sich herumzutragen. Wurde eine Frau schon zu oft enttäuscht und betrogen, hinterlässt das aber nicht nur tiefe Narben an Herz und Seele. Aus Schaden wird man bekanntlich klug, auch wenn wir auf die harten Lektionen sicher alle liebend gern verzichten können. Triffst du das nächste Mal auf eine Frau, die dir über die Maßen unabhängig und ich-bezogen erscheint, sei gnädig mit einem Urteil über sie. Es hat gute Gründe, warum jemand seinem Selbstschutz den Vorzug gibt. Wir sind nicht schuld an dem, was uns einmal widerfahren ist. Aber wir sind es definitiv, wenn wir es ein weiteres Mal geschehen lassen. Vielen Dank und bis bald!